Jetzt ist es soweit und jetzt marschieren wir voll nach vorne, haben einen neuen Namen, also die Kampfmannschaft hat einen neuen Namen, auch mit einem neuen Verein. VU Feldkirch bleibt nach wie vor bestehen, da kann ich jedem die Angst nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir sind mit Land und Stadt, haben wir sehr, sehr viele Gespräche gehabt und sind der Meinung, wir müssen das konzentrieren. Wir freuen uns natürlich, die VU hat den ersten Schritt gesetzt mit den Pioneers Vorarlberg. Unsere Hoffnung seitens des Landes ist natürlich, dass wir über alle Teams hinweg hervorragende Nachwuchsarbeit damit begründen können. Ich glaube, die Zeichen sind auf grün und jetzt geht's an die Arbeit. Ich bin schon lange dabei, ich bin schon seit dem Nachwuchs da und jetzt mit der Kampfmannschaft auch schon seit 3 Jahren. Und ja, natürlich, wir wollen den Fans eine gute Show liefern und sagen, dass wir eigentlich in die erste Liga gehören mit Feldkirch. Wir brauchen routinierte Spieler, damit die jungen Spieler aufbauen könnten. Das ist genau der richtige Weg und so wollen wir das auch gehen.